Die meisten Häuser sind die Wohnhäuser gewesen für die Professoren, die am Bauhaus unterrichtet haben. 4 Häuser hat Gropius für die Meisterhaussiedlung entworfen und entsprechend auch bauen lassen. Ein Einzelhaus für sich selbst und dem folgen 3 Doppelhäuser für die Meister. Und bei seiner Architektur spricht Gropius gerne von einem Baukastensystem im Großen. Das heißt, er entwickelt verschiedene standardisierte Elemente, die man immer wieder neu kombinieren kann und neu variieren kann. Auch die Meisterhäuser sind aus solchen Baukuben zusammengesetzt. Zur Straße hin, das große Atelierfenster lässt erkennen, dass das die Arbeitsplätze der Künstler auch waren. Man konnte dort arbeiten sehen. Und zum Garten hin gibt es diese Balkone und Dachterrassen, die dann vermuten lassen, dass sich hier die Wohnräume und Schlafräume befinden.